Ja moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und zwar ist ja heute wieder Dienstag und wir wissen ja bekanntlich, dienstags wird immer ein neues Update von Epic Games gedroppt. Aber ob wir heute ein neues Update bekommen haben, das sage ich euch gleich. Auf jeden Fall wünsche ich euch davor viel Spaß. Viele von euch haben ja heute ein neues Update erwartet. Grund dafür waren halt viele YouTuber, die halt ein Video dazu gemacht haben, dass ein neues Update kommen wird und was überhaupt kommen wird. Aber Leute, ich muss euch enttäuschen und ja, ich möchte meine Watchtime gar nicht unnötig hier pushen. Und ich sage es von Anfang an, es kam nichts Neues. Außer eine Sache, kam nichts Neues in das Spiel mit rein. Wir dachten, wir kriegen einen neuen Spielmodus und zur Spielwiese. Was das für ein Spielmodus ist, habe ich ja gestern schon erklärt in dem Video und ich habe auch darüber geredet, was heute ja so neu kommen soll und keine Ahnung, viele weitere Sachen, aber ich bin einfach immer noch enttäuscht, dass heute kein neues Update kam. Seit 5 Wochen oder so kommt jeden Dienstag ein neues Update und heute hat Epic Games sich einfach gedacht, wisst ihr was, wir hauen kein neues Update raus. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, es kann auch sein, dass irgendwie Epic Games ein bisschen später heute dran ist. Ich meine, ich bin seit 11 Uhr wach oder seit 11 Uhr online und es ist nichts Neues gekommen. Es kann auch einfach sein, dass sie sich gedacht haben, wir hauen das Ganze um 2 Uhr raus. Ich habe es irgendwo gehört, ich glaube es zwar nicht, also zu 99% glaube ich es nicht, aber so 1% kann es sein, dass heute noch ein Update gedroppt wird. Da kann ich jetzt nicht 1000%ig sicher sein, ob das jetzt passiert oder nicht. Ich kann nur meine Vermutung abgeben und ich kann sagen, ich glaube es nicht und ich bin nicht der Meinung, dass heute noch ein Update kommen wird. So, aber was ist denn neu gekommen? Ich blende euch das im Hintergrund auf jeden Fall mal ein. Wir haben auf jeden Fall Neuerungen an der Rakete bekommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und zwar die ganz großen Tanks an den Seiten. Ich bin der Meinung, die gab es vorher noch nicht. Aber es kann auch sein, dass die schon vor einigen Tagen gekommen sind. Ich habe sie aber erst jetzt entdeckt, weil ich extra da gelandet bin und das mir anschauen wollte. So, aber ja, ich war sehr, sehr enttäuscht, einfach, dass die Depot oder das Niveau ist immer noch gleich, ist nicht grüner geworden. Das neue Gebäude in Tilted Towers ist auch nicht erschienen. Und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es wird ein sehr, sehr kurzes Video. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass da nichts Neues kam. Ich bin enttäuscht irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Einfach, weil wir haben jetzt nur noch 2 Wochen. Also ab diesem Donnerstag kommt der neue Herausforderungswoche und nächste Woche auch noch eine neue Herausforderungswoche. Und ich glaube, nächste Woche Dienstag wird das große Update kommen, dass die Rakete startet. Und ja, dann wird auch Epic Games langsam dem Ende von Season 4 entgegengehen und die Season 4 wird dann ja auch enden und langsam wird dann die Season 5 beginnen, was ich auf jeden Fall auch schon mega feier. Aber was das Thema von der Season 5 ist, wissen wir noch nicht ganz genau. Aber wenn ich nähere Infos dazu habe, wird auf jeden Fall direkt ein neues Video kommen. So, wie gesagt, ab nächsten Dienstag kommt dann wahrscheinlich das große Update oder diesen Donnerstag. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich Epic Games denkt, okay, wir hauen das neue Update mit den neuen Herausforderungen raus am Donnerstag zusammen und dann freuen sich die Leute, weil die Rakete soll ja immer noch am Samstag starten, am 30. Deswegen wird das mit Donnerstag vielleicht klappen. Seid auf jeden Fall gespannt, wenn irgendwas Neues kommt, werde ich auf jeden Fall direkt ein neues Video dazu hochladen. Seid auf jeden Fall gespannt. Und ansonsten nochmal vielen, vielen Dank an die Leute, die in letzter Zeit meine Videos so krass anschauen. Ich feiere das mega. Ich gucke auch jedes Shop-Video, macht 500, 600 Klicks. Und die anderen restlichen Videos machen auch ordentlich Klicks. Auf jeden Fall riesen Dankeschön an die Leute, die aktiv zuschauen und auch wirklich immer eine positive Wertung da lassen und einen Kommentar. Finde ich sehr, sehr geil und ich muss es auf jeden Fall irgendwann mal belohnen. Ich muss erstmal abwarten, diese neuen Datenschutzrichtlinien oder sonst irgendwas, Paragraph 6 oder irgendwas Neues ist da gekommen. Ich muss mir das ordentlich durchlesen, weil ich meine, ich möchte wieder ein Gewinnspiel starten, aber ich habe halt immer keinen Bock, dass ich dann sage, ja, die Gewinner wurden angeschrieben und ich kann deren Namen nicht zeigen. Ich finde es sehr, sehr schade, einfach weil das nicht so transparent ist für euch. Ich möchte, dass ihr alles mitverfolgen könnt und auch nachvollziehen könnt und nicht einfach, dass ich sage, ja, der hat gewonnen, aber im Endeffekt tue ich einfach nur so. Das möchte ich nicht. Leute, ich sage es echt explizit. Aber wenn ihr sagt, es ist völlig egal, wenn du es privat auslost, ist es einfach so, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann kann ich auf jeden Fall mal in Zukunft wieder ein Gewinnspiel starten. So, das war's von mir. Wenn es dir gefallen, lasst eine Positivwertung da, abonniert nicht vergessen, weiter zu passen und natürlich die Glocke aktivieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.